Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Captain of Industries. Ja, beim letzten Mal haben wir den kompletten Bereich hier überarbeitet. Wir haben hier die Leitungen neu gelegt für alles, was nötig war. Haben die Kollegen hier auch ein bisschen gemoved. Haben hier ein komplettes Kunststofflager errichtet. Haben hier für die Leiterplatinen ein Lager errichtet. Und ein dreifach so großes Lager für unsere Elektronik 2. Das Ganze hat natürlich zur Folge, dass wir jetzt mittlerweile sehr, sehr gut aufgestellt sind von allem und hier ja auch überall unsere Produktion verbessert und vergrößert haben. Vor 2 Folgen haben wir Plastik verbessert, heute oder letztes Mal haben wir die Platinen hier, Platinplatten und die Elektronik 2 verbessert, was natürlich uns nochmal ein bisschen mehr Kapazität nach oben gibt und auch ein bisschen mehr, nennen wir es mal, Schutzfläche. Ich hoffe jetzt auch, dass es wird so bald kommen. Das will ich nicht noch einmal kurz beobachten, dass die Technik hier auch funktioniert. Die Leiterplatinen sollten jetzt dann auch bald ins Lager marschieren und dann sozusagen sich backuppen. Aber das kann natürlich eine Sekunde dauern, wenn das Ganze hier hoch und runter fließt. Aber das ist sozusagen das Lagersystem, was hier intended ist. Das ist ein 50% sozusagen von dem hier. Finde ich aber auch vollkommen in Ordnung. Na, es braucht noch ein bisschen. Das Ganze muss ja sozusagen sich bis hier hochstocken, hier vorlaufen und dann darfst du reinlaufen. Aber dann wären wir an dem Punkt angekommen, genau, da sind wir langsam. Jetzt wird es langsam gut, Und vor allem, wenn das Lager jetzt auch voll läuft, dann heißt es auch immer mehr, dass wir natürlich weniger benötigen. Oder die Lager laufen nach oben hin voll. Dann wäre das natürlich genau das, was wir wollen und genauso, wie es sein sollte. So, ja, langsam wird's. Und heute werden wir uns auch um was ganz Bestimmtes kümmern, was ich vor langer Zeit mal machen wollte. So, jetzt schauen wir mal, dass das hier auch weiterläuft. Komm. Oh ja, da sind die ersten Leiterplatinen auch schon aufgetaucht. Das ist natürlich sehr schön zu sehen. Bedeutet, hier sollten die ersten auch wieder rüberfließen. Genau. Und es wird sich Stück für Stück dieses Leiterplatinenlager auch anfüllen, was natürlich wirklich geil ist. Weil das ist ja genau eigentlich auf das, was wir auch raus wollen. Ist hier irgendwas falsch konfiguriert, dass sich das Lager als erstes leert? Ah, ich sehe meinen Fehler. Seht ihr ihn auch? Ich habe hier ans Lager angeschlossen, ich Idiot. Das sollte natürlich hier dran gehen. Dann nimmt es ja vom Speicher, ey. Das ist dumm. Vor allem selbst wenn es Backup einkicken würde, wäre das eine Backup 50% des Backups verbraucht, weil wir das benötigt haben. Und so siehst du natürlich auch, okay, reicht es aus, reicht es nicht aus, weil wenn die Leiste leer ist, heißt es, dein Backup frei, muss einkicken und deine Kapazitäten, die du produzieren lässt, funktioniert nicht. Ist also im Grunde auch so ein kleiner Leistungsindikator, den wir hier integriert haben. Jetzt sehen wir sozusagen, es hat sich voll gemacht. Da läuft es wieder und zack. Nee, es geht schon ins Backup. Bedeutet, unsere Kapazitäten sind gerade vollkommen in Ordnung. Hier auch. Kapazitäten voll in Ordnung. Kannst du natürlich mathematisch ausrechnen. Aber es ist ein guter Hinweis, wenn du es mal berechnet hast und irgendwo Kapazitäten änderst, ob die Lage noch reichen. Wenn die Reihe hier leer ist und das die ganze Zeit und du siehst, das Lager ist auch nicht mehr ganz voll, heißt es wahrscheinlich, dass deine Kapazität nicht mehr ausreicht von dieser Produktionsreihe. Finde ich natürlich sehr cool, dass das so gut funktioniert. Und dadurch dann natürlich, dass er immer das in der Mitte als erstes nimmt, heißt es auch, wenn das leer ist und leer bleibt und das Backup eingekickt ist, entweder du hast irgendeinen Fehler gemacht, deine Produktion funktioniert, weil da vorne was nicht stimmt, oder der Teil reicht nicht mehr aus, so wie du es früher gedacht hast. Mega cool. Und ich finde auch geil, wie du mittlerweile siehst, wie eng das geworden ist von der Bautaktung her. Allein das hier finde ich eine sehr schöne Anlage. Also echt sehr schön. Nee, ich bin sehr zufrieden mit dem, was hier passiert ist. Oh, schau, das erste Lager ist schon voll. Erfüllt schon die zweiten Lager. Das macht es natürlich ganz schön. Und vor allem wissen wir auch, dass mittlerweile hier die Produktion natürlich super ist, weil hier fahren wir mit einem Dreier rein. Bedeutet, die ganzen Lager sind natürlich um einiges besser versorgt. So, aber zum Thema, was wir heute machen. Wir bauen heute eine Statue. So, wenn ich die wieder finde, weil ich finde die ja nie, die Dinger. Wird hier. Die will ich bauen. Unsere Wartungsstatue. Und die muss ja mit irgendwas versorgt werden. Was braucht denn das alles? Haben wir.
Und wir hätten ja hier so einen schönen Brenngasspeicher. Ich habe mir überlegt, wir tun davon was abzweigen und die hier vorne platzieren. Also neben dem das... Oh, der Tank ist leer. Super. Dann passt es ja noch besser, wenn ich den Tank hier abreiße. Bis hier alles wegbringe und dann ich hier einen großen Flüssigkeitsspeicher herbringe. Weg damit bitte. Dankeschön. Nein. Ich wollte erstmal kopieren, Mensch, aber okay, dann geht es auch so. So, okay. Hier ist noch Diesel drin, okay. So, wir füllen mal das Ganze auf. Schaut natürlich jetzt nicht schön aus von dem Teil her, aber wurscht. So, der müsste jetzt sozusagen nochmal diese eine Füllung reinhauen, oder? Ja. Und wir tun jetzt hier sozusagen das Ding auffüllen, beide Lager. Und jetzt sollte ich ja dieses Monument bauen können. Das richte ich hierher. Als Monument, was wir geschaffen haben. Und schließe den Tank wiederum hier an. Interessant, wie schnell das Lager leer gehen kann. Aber wir haben jetzt zu wenig Schwefel, das ist halt die Sache. Uns fehlt jetzt auf einmal Schwefel. Das ist natürlich mal ein ganz anderes Problem auf einmal. Ah, shit. Ah, nee, warte mal, du brauchst Wasserstoff, ne? Ah, ich bin schon high up high. Die Leitung können wir gleich mal löschen. Ah, ich bin schon Bingy Debbie. Schau, wir machen das so. Und ich fülle dich hier hinten ein. Machen schnell liefern. Keine Sorge, das ist gleich weg. Es tut nur ganz kurz weh. Wir füllen kurz wieder zurück. Eieieiei. So, dann kann der schon weg. Dann. Oh, ich habe jetzt hoffentlich nicht dich ausgewählt, sondern immer noch dich hier. So, die Statue wächst auch langsam. Ich war jetzt so erfreut, dass da so viel Brenngas daherkommt, aber. Pustekuchen. So, aber dich bauen auch kurz ab. Beziehungsweise, ne, kann ich gar nicht. Will ich das ganze Ding hier eigentlich umdrehen und das dann nochmal ein bisschen neu definieren. Und zwar würde ich dich gerne, wenn es geht, hier irgendwo hinten anbinden. So. Damit ich hier mit Wasserstoff rankomme. Wie viel braucht denn der eigentlich? 2,0 pro Minute. Okay. So, der andere müsste ja dann mit dem Zeug wieder rankommen. Wie läuft's bei euch? Oh ja, es wird schon. Das wird nicht eine schöne neue Arbeitsfläche auf jeden Fall.
So, jetzt können wir gleich hier nochmal zwei dazugeben. Er wird langsam leer, aber er ist hier auch mittlerweile gleich relativ voll. Obwohl, nee, er kippt gut rein. Die Sache ist halt auch, wir haben nicht so viel Schwefel wie zuvor. Das ist halt einfach nun mal die Wahrheit. Und wir kriegen gar nicht so viel saures Wasser ran, wie wir hier verbrauchen könnten. Also Schwefel ist echt so eine Sache jetzt gerade, dass ich hier zu wenig habe, eher gesagt. Produktion aus einem Abgaswäscher. Den könnte ich natürlich mit einbauen, ne? Und damit noch ein bisschen mehr Schwefel produzieren. Die Schwefelproduktion hochballern. In so einem Mitweg. Von wenn der Wasser produziert, kann ich das gleich mitverwenden. Hm. Wenn Idee. Lustig, dass die Leitungen jetzt leer sind. Bedeutet eigentlich, das Lager müsste sich Stück für Stück leeren. Ja, tut's auch. Spannende Sache. Gut, dann kann ich aber euch auch wieder aus dem Hyperdrive rausnehmen. Er hat noch nicht so viel Schwefel, wie er bräuchte. Jetzt ist das Ding voll. Oh shit. Ne, es gibt nicht so viel mehr im Lager drin, ne? Die Lager waren schon mal besser gefüllt für Schwefel, ganz ehrlich. Die waren schon mal besser gefüllt, aber das hier ist unser neues Wartungsding und dadurch müssen ja unsere Wartungspflichten sinken wiederum. Das wäre ja gar nicht, schlecht. So, hier haben wir auch eine gute Auffahrt gebaut. Das hier muss ich dann noch ein bisschen umsetzen. Wie geht's eigentlich mal im Sand? Ja, hier komme ich jetzt halt knapp an bestimmte Gebiete ran. Nein, was mein? Ich will hier baggern. Leute? Habe ich hier noch irgendwo Sand drunter? Ich hätte hier noch Sand. Ne, wir könnten hier vorne anfangen abzugraben. Die Überfahrt nach hier geht natürlich. Tun wir den Turm umplatzieren und alles und dann sollte das ganz gut gehen. Ah, shit. Jetzt haben wir das Problem, dass wir schon wieder im Eisen graben. Lass mal den Timer weg, weil wir brauchen gleich wieder welches. Und ich mache hier kurz eine Unterstützung. Bagger 2 fehlt aktuell ein bisschen. Ah, der kommt schon wieder. Aber wir werden jetzt hier Stück für Stück schauen, dass wir die restlichen Sandecken rausgraben und dann müssen wir uns halt eine neue Sandfläche suchen. Die Sache ist, hier drunter ist gleich über so ein bisschen Sand, aber ich habe den größten Teil des Sandes, ja, entfernt. Bedeutet, es wird wahrscheinlich irgendwann echt Zeit sein, das Quarz hier hinten. Müsste das hier sein, oder? Quarz. Quarz, ja, das ist der Quarzstein. Mehr habe ich aber hier auch nicht, ne? Ist alles Quarz, was ich habe. Kalkstein. Wir müssten also eine Verbindung nach da schaffen. Hm. Auch wieder nicht ganz so cool, aber was willst du machen, ne? Was will man machen? Holz reicht bis heute. Das finde ich immer noch mega genial, dass es so lang hält. Ja, hier die Verkippung, die funktioniert auch gut.
Sind alles Wasserstofffahrzeuge, wie es ausschaut. Ja, schön. Und unsere Wasserstofftanks sind immer noch gut gegeben. Das finde ich super schön, dass das so gut funktioniert. So, perfekt. Dann können wir dich einmal abkicken. Und einmal diese Leitung wieder komplett entfernen. Und ein bisschen schickere bauen. So, okay, ja, das schaut um einiges besser schon aus. Gerade schöne Kanten und so. Perfekt. Dann können wir hier nämlich uns einen kleinen Wasserstoffspeicher einfach hinsetzen. Das wäre die Idee eigentlich gewesen. So, und dann hier. So. Perfekt. Und dann tun wir dich setzen. Dann kriegen wir nicht nur ein bisschen Wasserstoff weg. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das bedeutet, wir kriegen unsere Produktion noch ein bisschen weiter. Und wir können das Schiff auf Wasserstoff umstellen. Das hier müsste jetzt ein Wasserstofftank sein. Den Wechsel zwischen Kraftstofftypen. Okay, das dauert. Oh, der fährt schon. Leeren Export. Und zwar höchste Stufe. Kommt schon, Leute, weg damit. Weg damit. Dann kriegen wir ein Wasserstoffschiff neben unserem Brennstoff-Heinzi-Männchen. Hm, auch nicht schlecht. Warum nicht? Warum nicht? Bedeutet, das Schiff müsste eigentlich gleich wiederkommen, oder? Das läuft natürlich auf Diesel weiterhin. Dass sie aus. Dass die immer überall dran touchen wollen. So, also wo fährst du hin? Nach da hinten. Achso, ja, natürlich, der will ja das auch abliefern. Kupfer macht gerade Probleme. Das finde ich erstaunlich. Oh, ich habe euch wieder keinen Bauauftrag gegeben. Typical my problem. Jetzt tun wir das, was wir davor abgetragen haben, wieder auftragen. Ja. Gut. Aber solange es funktioniert, funktioniert es. Ne? Ich beschwere mich da nicht. Ich weiß nicht genau, was ich da damals vorhatte. Aber irgendeinen Sinn hatte ich oder irgendeine Idee hatte ich. Sand wird hier auch wieder weniger, ne? Ja, dann müssen wir beim Sand jetzt auf andere Wege umgreifen. Was machen die zwei Bagger da? Und zwar auf die Area hier. Und das gerade ausnehmen. Und zwar am besten so viel Fläche wie möglich. So weit wie möglich. Da hätten wir nicht noch ein bisschen Sand übrig. Wir kopieren natürlich wieder das Ganze hier. Und setzen das hier vorne hin.
Vielleicht dahin, wo man es auch nutzen kann in Zukunft. Gut, und die anderen bauen wir ab. Oder die müssen auch dann hier draußen sein. So, jetzt gehen die Connections langsam weg. Die Kollegen fahren vor. Wir lassen die Sand-Area so ein bisschen in Ruhe. Riesenberg hat keinen Kraftstoff mehr. Leute! Bist du ein Riesenbagger nicht Kraftstoff? Ja, dann ist klar, wir haben hier keine Kraftstofftankstelle mehr für dich. Warum bist denn du hier noch? Geh mal tauschen. Na, schau dir diese riesige Produktionsarea an, die wir hier haben. Oh, verkippt der? Verkippt der? Der verkippt. Schau's dir an, die verkippen. Es könnte sein, dass die aus 4 Kilometer Entfernung kommen. Weil hier vorne keine öffentliche... Doch, hier sind noch Verkippstellen. Gut. Das ist cool. Das ist super jetzt. Die Area ist gleich gesichert. Was will man mehr, ne? Schön. Alles langsam mit Zeit und Geduld wird es hier alles schön wachsen. Das finde ich super, dass das schon so gut funktioniert. So, das Lager ist auch verschwunden. Und die Kollegen baggern jetzt hier vorne wie wild rein. Und das macht es natürlich auch ein bisschen Short Ranger, weil einfach natürlich nur hier drüber gefahren werden muss. Ich muss dem anderen Bagger Hyopinot sagen. Weil die würden jetzt natürlich hier gerne mitmachen. Dass die mir hier eher umbauen sollen. Und die das Ganze hier oben planieren anfangen, damit wir langsam alles eine Area kriegen. Ah, der verkippt. Und jetzt müssen sie natürlich für dieses kleine Itzi-Bitzi nach woanders hinfahren. Oh, schauen, wir haben wieder ein paar Server. Das heißt, wir können unsere Serveranlage wieder ein bisschen füllen. Weil die Anlage ist ja noch nicht ganz voll. Bedeutet, wir können sie immer weiter füllen. 267, 76 Teraflops. Eine schöne Zahl. Und jetzt kommen wir hier schon an die Ränder. Bedeutet, langsam ist die Möglichkeit nicht mehr so hoch, hier was zu verkippen. Das würde natürlich bedeuten, dass wir langsam aber sicher eine Grenze erreichen. Dann müssten wir jetzt nicht auch Stück für Stück sagen, dass wir da hinten verkippen anfangen. Also, dass wir sozusagen außer die Erde den Rest nach hinten bringen und hier uns die ersten Hügel aufsetzen lassen, damit wir die Fläche vergrößern können. Oder halt hier hinten den Turm hinsetzen, wo sie das machen. Aber langsam und sicher sind die hier so weit, dass wir weiterkommen. Wie geht's mit dem Schiff? Alles auf Wasserstoff, schick. Bist du schon gefüllt mit Wasserstoff? Ja, super. Benötigt 216 pro Fahrt. Ist in Ordnung. Ja, wir haben halt einfach keinen Schwefel aktuell, ne? Das Lager ist auch schon relativ leer. Wir bräuchten mehr. Wow. Der war hell. Wie schaut es mit unserer neuen Production aus? Ja, die schaut super aus. Die läuft richtig, richtig, richtig gut. Das finde ich mega geil. Achso, ja, ihr seid natürlich nicht mehr erreichbar. Da müssen wir euch dann hier noch natürlich die Möglichkeit geben, aufzufahren. Und
Das machen wir natürlich so gut wie möglich hier fertig. Darum kümmern sie sich dann auch gleich. Ach so, jetzt tun die anderen hier mitbaggern. Das sollt ihr doch nicht. Ihr Heinzelmännchen, macht den Sand. Aber warte mal, ihr seid doch... Zu welchem Turm gehört ihr wieder? Nee, das sind doch die Standardbagger hier. Ihr priorisiert mir über alles Sand. Die sollen mir jetzt hier nicht Erde verkippen anfangen zu fahren. Dafür sind die beiden da. Die sind für die Drecksarbeit zuständig. Ihr kommt halt nicht da hoch, ne, aktuell. P6. Aber es läuft gut, finde ich. Es läuft gut. Das ist eine schöne Sache zu sehen. Ja, nee. Läuft alles nach Plan, läuft alles nach Plan. Stück für Stück. Die Anlage steht auch ganz gut. Warum auch immer Glas hier so extrem langsam nachkommt. Ah, ist wahrscheinlich einfach hier. Hier hinten ist wahrscheinlich ein Förderband 2. Ja, jetzt wissen wir, wo der Fehler ist. Hier ist wieder mal der Fehler. Plastik haben wir jetzt natürlich in rohen Mengen. Was natürlich super ist. Aber für was brauche ich zum Beispiel als Plastik? Schauen wir mal. Plastik. Ach, Kunststoff heißt es hier wieder. Mensch, Kunststoff. Kunststoff brauche ich für Desinfektionsmittel. Für verpackte Nahrung brauche ich es. Und zwar egal welche. Für natürlich unsere Leiterplatten. Für die medizinische Ausrüstung brauchen wir das auch. Für, was ist das? Wieder Leiterplatten, wieder medizinische Ausrüstung. Für das Ganze hier brauchen wir es. Für nochmal die... Das Ganze und Unterhaltungselektronik, die bräuchte 3 Kunststoff und Stahl. Dann könnten wir aber rein theoretisch Unterhaltungselektronik machen. Auch eine feine Sache, die erforschen wir nicht gerade. Also ja, die Kollegen vergibt mir immer weiter. Das ist Wahnsinn, wie viel wir mittlerweile haben, ne? Er wartet noch auf seinen restlichen Schwefel. Aber ich mag das nicht, wenn das Lager so leer ist. Das mag ich überhaupt nicht. Aber hier kommt dann eine neue Anlage. Ein Problem ist, wir haben auch nicht mal mehr so viel... Doch, es sammelt sich wieder. Was? Also die Kapazität reicht nicht, wie es ausschaut. Da müssen wir doch noch ein bisschen mehr produzieren, damit das ausreichend ist. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir haben wieder einiges geschafft. Nicht so viel wie in der letzten Folge. In der letzten Folge haben wir richtig gut reingekommen. Wir haben ein bisschen mehr gemanagt diesmal. Wir haben unser Schiff hier, das erste Wasserstoffschiff mittlerweile, und wir haben unsere Wartungsstatue, oder? Die Statue der Wartung. Text on plate, life can be rough. If you don't maintain your stuff and when things fail, just look, a missing entry in the service book. Tja, das kann man sehr gut übernehmen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.